Lohnt sich der iCrush Schmuck Adventskalender für 149 Euro? Wir packen ihn gemeinsam aus und gucken mal. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Özin, die Adventskalender-Tussi, und niemand in Deutschland packt so viele Adventskalender aus wie ich, damit ihr euch das Geld sparen könnt. Hier seht ihr einmal den Inhalt vom Kalender. Die Qualität kann ich nicht beurteilen, da ich keine Erfahrung mit der Marke habe. Ich werde aber einiges dazu testen und euch dann berichten. Ich finde es sehr schön, dass es ein kompletter Schmuckkalender ist. Wundert euch nicht, mein Tisch sieht total dramatisch aus. Du hast 6 Paar Ohrringe, 2 so random Sachen, Aircuffs und so ein Ringfeier. Ja, ich nicht so. Dann hast du 6 Armbänder bzw. Fußkettchen, je nachdem wie man es nimmt, und 10 Ketten. Ich finde den Schmuck sehr, sehr schön. Wenn ihr Erfahrungen mit der Marke habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Man kann sich den wohl in Silber und Gold aussuchen. Ich bin gespannt darauf, die Qualität für euch zu testen und auf eure Erfahrungen damit.